Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem schönen neuen Minecraft-Mod-Video. Diesmal haben wir für euch 10 echt nice Minecraft-Mods, die einfach mal jetzt schon mit der Snapshot-Version 1.19 laufen. Zum jetzigen Stand sind das leider oder auch nicht leider alles Fabric-Mods, ganz einfach weil Forge noch nicht für die neuen Snapshots released wurde. Alle Mods sind wie immer unten in der Beschreibung verlinkt, also lasst uns einfach mal direkt anfangen. Als allererstes hätten wir für euch die sogenannte Physics-Mod. Mit der kriegt ihr mehr oder weniger realistische Physik in Minecraft, wodurch dann Blöcke so richtig geil zerfallen, wenn ihr sie zerstört. Vor allem Explosionen sehen dadurch dann natürlich auch wesentlich besser aus, bringen euren PC aber auch umso mehr zum Schmelzen. Nicht nur zerstörte Blöcke wurden aber mit der Physik versehen, sondern auch zum Beispiel Items, die ihr aus eurem Inventar wegwerft, was das Ganze einfach wesentlich lustiger aussehen lässt. Übrigens bleibt mit der Mod bei gekillten Mobs auch der leblose Körper zurück, wodurch du theoretisch mit toten Slimes eiskalt Fußball spielen könntest. Also, falls das dein Ding ist. Als nächstes hätten wir dann jetzt für euch die Mod Advanced Netherite. Durch diese Mod kommen 4 neue Stufen Netherite ins Spiel, und zwar mit allem, was eben dazugehört. Also entsprechende Tools, Waffen und Rüstungen, natürlich dann allesamt auch nochmal ordentlich besser als das Vanillazeug. Dafür, dass die Tools aber so gut sind, kosten sie natürlich auch dementsprechend Ressourcen, wobei das im Endgame von Minecraft ja eigentlich eh nicht wirklich ein Problem ist. Die nächste Mod in der Liste wäre jetzt die Mod Wooled Boots, die ganz ehrlich einfach eine richtig smarte Idee umsetzt. Und zwar könnt ihr jetzt an alle Vanillaschuhe unten Wolle dran craften, wodurch ihr keine Geräusche mehr beim Laufen und beim Fallen macht. Dadurch bemerken euch Schalker-Sensoren nicht mehr und vor allem sind die neu geaddeten Warden dadurch einfach viel leichter zu umgehen. Und wo wir jetzt schon so schön beim neuen Equipment sind, machen wir am besten gleich mit der Mod Gobber weiter, die nimmt das Thema neues Equipment nämlich ziemlich ernst. Durch Gobber könnt ihr grundsätzlich erstmal 3 neue Erze finden, wovon eins nur in der Overworld, das andere nur im Nether und das letzte nur im End generiert wird. Aus diesen 3 neuen Erzen könnt ihr dann insgesamt 4 neue Rüstungssets herstellen und die beschützen euch nicht nur besser, sondern können euch zum Beispiel einfach mal füttern oder euch unter Wasser atmen lassen. Zusätzlich gibt es dann auch 3 neue Werkzeug- und Waffensets, wobei es dann hierbei sogar ganz neue Werkzeuge wie zum Beispiel den Hammer gibt, der ganz einfach wie eine Spitzhacke funktioniert, aber 3x3 Blöcke gleichzeitig platt macht. Ansonsten gibt es in der Mod auch magische Ringe, Medaillons und sogar Zauberstäbe, die eigentlich alles von nett bis absolut broken OP abdecken. Damit ihr dann auf der Suche nach den neuen Gobbererzen nicht nur Äpfel essen müsst oder gar verhungert, könnt ihr euch dann auch gleich noch die Mod More Berries gönnen. Mit der kriegt ihr dann nämlich 6 neue Bärenvarianten in euer Game, die ihr dann an den entsprechenden Büschen farmen könnt. Aus den Beeren könnt ihr dann sogar neue Kuchen und Torten craften oder euch mit Hilfe der neuen Saftpresse ein paar nice Beerensäfte gönnen. Und als nächstes hätten wir jetzt die Mod Urine Grave Danger. Diese Mod fügt Gräber zu Minecraft hinzu, die automatisch generiert werden, sobald ihr sterbt und dann eure ganzen Items abspeichern, bis ihr sie abholen kommt. Diese Gräber zeigen dann auch richtig schön den Namen und den Kopf des jeweiligen Spielers an und sortieren sogar alle Items richtig ordentlich zurück in euer Inventar, wenn ihr sie abholen kommt. Außerdem haben die Gräber auch diesen schönen Glowing-Effekt, wodurch sie auch sehr gut wiederzufinden sind und ja, definitiv eine Mod, die man mal ausprobieren sollte. Weiter geht's mit der Mod Mow Enchantments, die uns halt More Enchantments gibt. Dazu gehören Enchantments wie zum Beispiel der Vein Miner, wodurch ihr Erzadern vollständig zerstören könnt, indem ihr nur einen Block davon zerstört. Oder das Enchantment Marksman, das die Streuung von Bögen verringert. Oder das Enchantment Alpha Fire, das Material automatisch beim Zerstören einschmilzt. Ohne jetzt weiter alle Enchantments oder die Flüche zu spoilern, kann ich euch nur sagen, dass ihr diese Mod unbedingt mal testen solltet. Als nächstes hätten wir dann jetzt auf der Liste die Mod Chisery Fabricated, die extrem viele neue Blockvarianten hinzufügt. Dadurch gibt es massenhaft neue Steinmuster für fast alle Steinblöcke, neues Glas, neue Wolle und auch richtig geil aussehende neue Varianten für die ganzen Erze. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum die Mod das Wort Chisel im Namen hat, das liegt daran, dass ihr diese ganz neuen Blöcke mit dem neuen Werkzeug, dem Chisel, also dem Meißel, herstellt. Das Teil ist mega leicht zu craften und ihr kriegt einfach krank viele neue Blöcke, mehr gibt's hier nicht zu sagen. Kommen wir zur nächsten Mod und die heißt Simple Backpacks. Diese Mod fügt 3 verschiedene Rucksäcke zu Minecraft hinzu, die einfach extrem nützlich sind. Einer davon ist ein ganz normaler Backpack, der halt einfach wie ein tragbarer Doppelchest ist. Der zweite Rucksack nennt sich Void Pack und ist praktisch wie ein tragbarer Mülleimer. Und der dritte Rucksack wäre der Enderpack, der dann wiederum wie ein tragbarer Enderchest ist. Und die letzte Mod für dieses Video nennt sich Expanded Storage. Mit dieser Mod kriegt ihr dutzende neue Arten von Truhen, wie zum Beispiel die Eisenkiste, die einfach mal 54 Slots hat statt den normalen 27.
Oder wenn ihr richtig übertreiben wollt, gibt es auch den Netherite Chest, der dann einfach mal 135 Plätze für Items hat. Das als Doppelchest kann dann mal eben ein ganzes Lager setzen. Was ich an dieser Mod liebe, ist, dass man auch richtig schön anpassen kann, wie genau diese übergroßen Chests dargestellt werden sollen. Man kann sich alles auf einer gigantischen Seite anzeigen lassen, man kann durch das Inventar durchscrollen oder einfach mehrere kleine Seiten haben. Ach ja genau, und man kann mit dieser Mod die Truhen an sich auch beliebig anordnen, heißt ihr könnt zwei Truhen auch übereinander oder hintereinander packen und habt dann trotzdem einen Doppelchest. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen und es waren ein paar Mods für dich dabei. Falls ja, weißt du ja, was zu tun ist und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi!